In der EU gibt es Streit um die Frage, ob der Genmais 1507 angebaut werden darf. Bisher ist in Europa nur eine Sorte Genmais erlaubt, Mohn 810, die vor allem in Portugal und Spanien angebaut wird. In Deutschland und Frankreich ist sie verboten. Wie dieser Mais produziert auch der Genmais 1507 sein eigenes, aber noch viel stärkeres Insektengift. So schützt sich der Mais gegen Schädlinge. Andererseits könnte das Gift Insekten gefährden, etwa Schmetterlinge und Bienen. Der umstrittene Genmais ist auch resistent gegen Unkrautvernichtungsmittel. Kai Niklasch berichtet.